Schäfer. Okay. Ich denke mal. Also, was jetzt kommt, ich versuche es teilweise ein bisschen zu kommentieren und hoffe, dass ich zu verstehen bin. Ah, ich mache gleich das Mikrofon dran. Wäre halt einmal Schneelageaufbau für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Ich habe das jetzt auch noch nicht 30.000 Mal gemacht, aber ein bisschen Routine ist vorhanden. Ich zeige euch dann noch im Detail, wie man jetzt Heringe festmacht und so weiter. Aber jetzt machen wir erstmal Elefantenhaut und gucken, dass wir das Zelt dann so drüber stellen, dass die Elefantenhaut noch ein bisschen als zusätzliche Isolationsschicht unterm Zeltboden wirkt. Das wäre so ein bisschen der Plan. Gleichzeitig aber auch noch ins Vorzelt reinragt, dass wir da in Ruhe unser Zeug deponieren können. So, ja, aber ich mache noch das Mikrofon gleich dran. Noch ein bisschen, weil er Ordnung hat oder so. Ich hab Ordnung, ich weiß nur nicht, weil wenn man die Kameratasche links rumlegt, also vorne, ja egal. Falls sich jemand wundert, Rucksäcke einfach so in den Schnee legen, kann man dann machen, wenn es so kalt ist, dass mit irgendwelchen Taueffekten nicht zu rechnen ist. Der Schnee ist super trocken, da taut überhaupt nichts. Und deswegen kann man auch wirklich völlig problemlos die Rucksäcke einfach direkt in den Schnee schmeißen. Dann also Schneeschaufel haben wir auch dabei, also keine Sorge, es ist auch noch ein Griff vorhanden. Damit, das kommt später, damit buddelt man dann das Zelt an der Seite so leicht im Schnee ein, damit einem der Wind nicht unten drunter pfeifen kann. So. Fertig, mehr ist das nicht. Also, Elefantenhaut auslegen ist einfach. Haben wir jetzt gelernt. Also das Abisko Light 2, was wir hier aufbauen, das ist ein Vierjahreszeitenzelt. Es gibt als Zusatz Winterausrüstung nochmal die Option, dass man jeweils eine zweite Stange in den Gestängekanal einführt. Dann hebt es auch größere Schneelasten. Dass also, wenn es draufschneit im Laufe der Nacht, das Zelt nicht zusammenbricht. Es soll heute Nacht nicht schneien, deswegen nicht notwendig. Hoffen wir zumindest. Vier Jahreszeitenzelt in der Form, wie ich es verwende, bedeutet nicht, dass es ein ausdrückliches Winterzelt ist. Ein Zelt, das man im Winter einsetzt, sollte aber auf jeden Fall eine auf den Boden reichende Außenwand haben. Es sollte auf jeden Fall auch ein Innenzelt geben. Und ja, warum, sehen wir gleich. Ansonsten sollte es auch relativ groß geschnitten sein, wenn das möglich ist, da es dann doch im Winter sehr schnell eng werden kann, weil man halt doch relativ viel Zeit im Zelt verbringt. Also nicht jedes Zelt ist für sowas geeignet. Okay, die Aktion hatte jetzt gerade zum Sinn, dass wir jetzt die Elefantenhaut zwar auch ein bisschen beim dem Bereich, wo wir mit dem Oberkörper liegen, als zusätzliche Isolationsschicht unter dem Zeltboden haben. Wir haben sie aber auch komplett im Vorzelt und können unsere Sachen halt wohin legen, wo nicht der Schnee ist, ne? Was wir nicht mit rein ins Zelt nehmen. Das Zelt ist recht geräumig. Das hier sind Schneeheringe. Schneeheringe haben so eine lustige lange Schnur. Die ist dafür da, dass man, wenn man so richtig tiefen Schnee hat und mit starken Winden rechnet, den Schneehering so rum im Schnee verbuddelt und die Schnur soll rausgucken. Das macht man recht frühzeitig, noch bevor man sein Zelt einhängt, wenn es richtig extrem sein soll.
wenn man für lange Zeit sein Zelt aufstellen möchte, kann man sich auch vorher heißes Wasser machen und noch heißes Wasser über den eingebuddelten Schnee hier reinkippen, damit er einfriert. Das ist dann bombensicher, das hebt ja jeden, egal welchen Sturm. Vorher reißt einem das Zelt in Fetzen, bevor das der Hering reißt. Für uns ist das nicht notwendig, wir benutzen die Schneeheringe wie ganz normale Heringe und stecken sie stinknormal in den Boden. Aber die sind halt super lang und relativ breit, deswegen hebt das halt auch in einem lockeren Untergrund wie Schnee. Ja, da müssen wir es quer machen. Das langt noch nicht, die Tiefe. Und nochmal ein Upgrade, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Könnt ihr nicht sehen. Ich hab's fangen und reinstecken. Fangen und reinstecken. Wie ihr bei Evelyn sehen könnt, ist der Schnee nicht tief genug, nachdem wir hier fleißig getrampelt haben. War nicht genau abzuschätzen, wie tief der hier eigentlich ist. Das heißt, wir müssen sie quer nehmen, weil wir gar keine andere Wahl haben. Ja, das heißt, wir buddeln die jetzt ein und ich baue mal die Schaufel auseinander. Aber Schatz, du kannst doch nicht einfach so den Hering einbuddeln, als ob es ganz einfach wäre. Ich hab doch extra die Schaufel. Vielleicht musst du noch ein bisschen rüber versetzen. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Also, was ihr jetzt nicht sehen könnt, seht ihr dann hinten. Das Ding halt eben halber eingraben, dann nochmal Schnee draufschaufeln und dann nochmal schön festtreten. Und das sollte eigentlich, ja, wie gesagt, heißes Wasser noch drüber kippen, wenn es extrem sein soll. Ist hier, glaube ich, nicht notwendig. Das kriegen wir sie morgen nicht mehr raus. Ja, dann musst du sie mit der Schaufel wieder ausbuddeln. Dann kannst du Eisstücke drunter ins Tal. Die musst du dann versuchen abzubrechen. Das ist dann richtig lustig, aber das ist für so Langzeit-Wintercamps. Ja. Können wir dann noch nachziehen. So, und an der Stelle kann man es nochmal schön sehen, wie das mit dem Hering funktioniert. Also erstmal hängt man den Hering ins Zelt eben entsprechend ein, dahin, wo die Heringe halt gehören. Dann an der langen Leine eben entsprechend verbuddeln. Nachspannen kann man dann noch, indem man die Leine entsprechend verkürzt. Und ja, das wesentliche Prozedere ist dann erstmal ein bisschen festtreten, so mache ich das zumindest meistens, dann eine Ladung Schnee draufkippen, gerade eben, wenn nicht so viel Schnee zur Verfügung ist. Hier in dem Tal liegt halt nicht viel, ne? Am Rande sehr, sehr wohl 1,50 Meter oder was, aber hier in der Mitte ist es wenig. Ja, festtreten und Evelyn macht den anderen Hering. So, also, wie man sieht, Zelt steht vorläufig. Das ist jetzt natürlich noch nicht super abgespannt. Das würde jetzt im Winter die Nacht wahrscheinlich nicht überstehen. Im Sommer kann man es so aufstellen, wenn man das dann möchte. Hängt an 4 Schneeheringen. Jetzt besitzen wir nur 4 Schneeheringe. Und deswegen werden wir jetzt für die restlichen Abspannmöglichkeiten sonstige Ausrüstung verwenden. Für die allermeisten Zelte reichen nämlich, insbesondere wenn man eine Schneetour macht, Schneeschuhtour, ja, oder eine Skitour, scheißegal, reichen 4 Schneeheringe, weil man hat ja noch 4 Schneeschuhe, also wenn man zu zweit ist natürlich, alleine musste man ja Schneeheringe mitschleppen. Man hat gegebenenfalls 4 Skier und man hat außerdem noch die Stöcke von Skiern bzw. Schneeschuhen. Ne? Und das kann man auch alles entsprechend
als Heringersatz verwenden. Gerade die Stöcke sind relativ gut geeignet. Wenn man super tiefen Schnee hat, dann einfach super tief versenken. Wunderbar. Und ein Schneeschuh ist natürlich auch wunderbar wegen seiner großen Fläche. Wenn man den einbuddelt, dann kann auch überhaupt nichts passieren. So, ich nehme euch mal mit. Was Chefin die jetzt gerade schon macht, ist ein Schneewall bauen ums Zelt, weil wir es recht hoch aufgestellt haben. Wir können es noch ein bisschen runterziehen, das machen wir erst, wenn der Schneewall da ist. Erstmal so einen groben Schneewall. Einfach damit es uns nicht unter das Zelt zieht. Belüften tun wir es mit den natürlichen Lüftern, also mit den eingebauten Lüftern, die es hat, die vom Hersteller sozusagen vorgesehen sind. Und wir buddeln jetzt quasi den Rand vom Zelt so nach und nach ganz gemütlich und ganz langsam völlig ein. Was man auf keinen Fall machen sollte bei einer Winterzelterei, bei wirklich fies kalten Temperaturen, wir rechnen mit minus 18, wäre zu wenig Zeit ins vernünftige Sichern des Zeltes zu investieren, insbesondere wenn man keine Ausweichmöglichkeit hat. Wir sind hier nämlich tatsächlich viele Kilometer nirgendwo. Nicht mit dem Survival-Martin-Camp oder 5 Meter neben dem Survival-Martin-Camper, sondern tatsächlich mitten im Nirgendwo. Wir sind hier in den Schweizer Zentralalpen auf ca. 1800 Meter. Vielleicht sogar ein bisschen höher, wissen wir nicht genau. Jo. Bisschen tiefer. Kleiner Blick in die eine Richtung. Kleiner Blick in die andere Richtung. Ne? Kein Survival-Martin-Camp-Ansicht. Sorry. Jo, ich stelle euch wieder in die Ecke. Wirklich ein bisschen einbuddeln. So was reicht was dann schon in der Seite. Nein? So nicht. Ach komm. Keine Ahnung. Wir haben ja eh nichts zu tun sonst. Ja. Wo willst du die mal abspannen? Auf jeden Fall die Schnüre. Hier auf der Seite. Alle Schnüre. Okay, ich gebe zu, wir haben noch zwei weitere Schneeheringe, die sind aber nicht so gut wie die roten. Die reichen aber jetzt für diese Bedingungen auch aus und die verbauen wir jetzt noch schnell. Und dann muss irgendeiner von uns, ja, entweder nehmen wir die Stöcke oder Schneeschuhe ausziehen. Was nicht schlimm wäre, weil inzwischen haben wir ja schon alles platt getrampelt.
Wasser. Wir müssen nicht morgen wieder einfrieren und nicht hier auseinandergehen. Wir lassen die Stöcke übrigens lang. Man könnte ja auch den kurzen Stock verbuddeln, wäre viel einfacher. Weil, wenn wir die in zusammengesteckten Zustand verbuddeln, dann frieren die ein über Nacht und dann kriegst du sie nicht mehr auseinander. Was dann auch scheiße ist. Also lieber lang verbuddeln. Reinstecken in den Boden funktioniert eben bei tieferem Schnee problemlos. Notfalls schraubt man schnell den Tiefschneeteller ab, dann kann man sie wie eine Lawinensonde super tief in den Boden versenken, hält bombensicher. Es ist nicht so, dass wenig Schnee liegt, nur hier an der Stelle, wo wir sind, hat es nicht so viel. Was andererseits wieder gut ist, weil sonst würden wir auf Geröll zelten, was nicht geht. Ne? Also, dass es hier überhaupt Schnee hat, meine ich, ist gut. Jetzt, Atle, Leute, Folgendes. So sieht das jetzt aus. Hier mit offenem Eingang, mit Thermoskanne daneben, mit Schneeschuh von Freundin daneben. Und wir haben jetzt hier jeweils alle Abspannseile abgespannt. Was man noch hätte abspannen können, sind die einzelnen Zeltstangen. Das haben wir jetzt nicht mehr gemacht. Halte ich nicht für notwendig. Habe ich bisher selten gebraucht. Also ja, und wir haben mit der Schaufel hier drumherum ein bisschen gebuddelt, dass das alles so mit dem Rand im Schnee hängt. Der Wind kann also im Grunde fast nirgends, bis auf da ein bisschen. Das muss ich mir noch überlegen, da müssen wir mal drinnen gucken. Es geht dann sowieso noch mal irgendwann jemand rauspinkeln. Da könnte man das dann noch dran kippen, beziehungsweise kicken im Zweifelsfall. Und ja, es kann fast nirgends reinwinden. Ist soweit recht gut gesichert. Wir haben auch die Lüfter abgespannt. Das hat unter anderem den Zweck, dass sie halt besonders gut lüften, weil Luft brauchst du halt dann doch. Ne? Sonst gibt es halt Kondenseis. Das kriegen wir wahrscheinlich sowieso, aber ja, das ist so die Hoffnung. Soweit. Jetzt hört man mich gerade nicht mehr so gut, aber wahrscheinlich reicht's noch. Das wäre es gewesen. Ich schneide euch das in Zeitraffer zusammen. So kann man zumindest ein Zelt im Winter aufbauen. Macht's gut.